Willkommen zurück. Der Gewaltige erwartet euch oben. Der Gewaltige wird euch den Nexus erklären. Wir warten schon lange auf euch, Dämonentöter. Ich bin einer der Gewaltigen. Wir erhalten das Realitätsgefüge. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Einst suchte auch uns eine Dämonenplage heim. Vorzeit war die Welt unter einer gütigen Herrschaft durch die Seelenkünste vereint. Bis durch die Gier nach Macht das Uralte erweckt wurde. Über das Land legte sich ein farbloser, dichter Nebel und die Welt war durch die Dämonen von der Auslöschung bedroht. Glücklicherweise konnten wir das Uralte wieder in Schlaf versetzen. Doch erst nach dem Verlust unzähliger Seelen und dem Großteil der Welt, verloren, verschlungen vom Nebel. Um das Gefüge des noch verbliebenen Landes zu vereinen, haben wir 6 Anführern 6 wertvolle Keilsteine anvertraut. Einen dem König eines kleinen, aber tüchtigen Landes. Einen dem König der unterirdischen Höhlen. Einen der weisen Königin des großen Elfenbeinturms. Einen dem Häuptling der Verlorenen und Schicksalsgeplagten. Einen dem Schamanen des sturmverehrenden Schattenvolks. Und den letzten, den mächtigen Riesen der nördlichen Lande. Die Keilsteine wurden in den verbliebenen Randgebieten platziert.
Wir sperrten das Uralte hier unter dem Nexus ein und verboten die Seelenkünste. Schließlich wurden wir die Gewaltigen, halblebendige Wächter des Realitätsgefüges. Doch leider sind die anderen Gewaltigen nicht mehr und nur ich verbleibe. Jetzt seid ihr dran. Ihr müsst das Uralte wieder in Schlaf versetzen und für alle Ewigkeit einsperren. Wenn nicht, wird der dichte Nebel alles Bekannte verschlingen. Seid ihr stark genug, diese Bürde zu tragen? Ja. Wir haben großes Glück, euch zu haben. Jetzt zieht los und vernichtet jeden einzelnen Dämonen. Das Uralte wird ohne Dämonen, die ihn mit Seelen nähren, einen neuen Diener suchen und euch zu sich locken. Wir besiegten das Uralte und verbannten die Seelenkünste. Dann verteilten wir die Keilstangen. Allerdings erinnern die Gewalt und der Kurzsicht.